setzt an zu ungeahnten Höhenflügen. Tausend Bewerber, zwei Gewinner. Die E-Jugend des TSV Bad Reichenhall ist das deutsche Team bei Ihr seid die Mannschaft, jetzt kommen die Kids. Dieser wilde Haufen wird am 18. April gegen eine ähnlich lebendige Truppe aus der Schweiz antreten. Live übertragen vom Sportfernsehen in beiden Ländern. Nur Alex Zickler und Eddie Gustafsson, der schwedische Nationaltorwart, die dürfen dann nicht mitmachen. Trainieren mit echten Profis, alles für das große Spiel. Warum? Großes Foul, sehr großes. Was? Sehr großes Foul? Ich zeig dir gleich, was großes Foul ist. Ja! Eddie, kein Problem, er ist mit dir. Ihr seid die Mannschaft, jetzt kommen die Kids. Wird präsentiert von Victory. Es war schon immer was Besonderes, ein Fußballprofi zu sein. Erst recht, wenn man den Sprung schon in der E-Jugend gepackt hat. Bus vom Rekordmeister, Trainingslager beim Nationalspieler. Auch der FC Münchwilen hat ein großes Los gezogen. Das in der Schweiz nämlich. Willkommen in der großen, weiten Fußballwelt. Bad Reichenhall. Vor der Sporthalle warten 17 junge Fußballer und genauso viele Mütter auf die Abfahrt. Heute geht's ins Trainingslager. Es ist nicht irgendein Trainingslager und es ist auch nicht irgendein Bus, der da erwartet wird. Und außerdem hat Maxi Geburtstag. Trainingslager ohne Mama, wenn das mal gut geht. Wenn die Suiten in Ordnung sind und nicht mal ausgeräumt wurden. Wenn die Taschen genauso voll sind wie sie jetzt. Das wäre ganz schön. Da sind einiges beschriftet. Also wir mussten die Tasche packen, damit er genau weiß, was drin ist. So haben wir es auch gemacht. Ganz schön clever. Das Flaggschiff aller Bundesliga-Mannschaftsbusse erreicht seine temporäre Heimat. Sofort gehören die Jungs dem Fußballerdasein und die Eltern haben nichts mehr zu melden. Fast nichts, denn noch steht der Bus und die Tür ist offen. Dann geht's endlich los. Auf ins Trainingslager. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Mönchwilen haben sie ihre Sachen gepackt und lassen die Schule ausnahmsweise mal rechts liegen. Mal abwarten. Immerhin geht's heute zu echten Champions, zum FC Basel. 12-mal Meister, 9-mal Pokalsieger, Champions League-Teilnehmer. Trainer Thorsten Fink hat die Champions League mit den Bayern sogar gewonnen. Und jetzt kommt der FC Mönchwilen. Mehr geht nicht. Und zwar für beide nicht. Gewonnen, oder? Ja! Ah, klasse! Oh Gott! Wie geht
Hälfte war. Ich kenne alle, ich kenne alle. Also schauen wir mal jetzt. Die Jungs hier da unten, die ziehen sich um. Und einige fahren mit dem Fahrrad zur Regeneration. Aber die kommen dann mal raus, die anderen trainieren hinten auf dem Platz. Das heißt, ihr werdet sicherlich den einen oder anderen kennenlernen. Und hinten auf dem Platz werden wir dann mal das Training angucken, wie die wirklich die Profis trainieren. Und vielleicht könnt ihr mit euch noch ein paar Aufnahmen machen. Ihr seid die Mannschaft, jetzt kommen die Kids. Präsentiert von Victory. Es hat unbestreitbare Vorteile, wenn man einen Preis gewinnt. Für die E-Jugend des TSV Bad Reichenhall sieht der so aus. Mannschaftsbus vom Rekordmeister und Trainingslager im Vier-Sterne-Hotel. Genau dahin sind die Jungs unterwegs. Die E-Jugend des FC Münchwilen aus dem schweizerischen Kanton Thurgau hat denselben Preis gewonnen. Programmpunkt heute, Training mit den Profis des großen FC Basel. Erfreulicherweise nur mit dem Ball. Die doofe Gymnastik müssen nur die Erwachsenen machen. Hier darf sonst niemand hin. Hier schlägt das Herz des FC Basel. Kannten sie bislang nur aus dem Fernsehen. Dann ist er auf einmal da. Alex Frei, Kapitän der Nationalmannschaft. 70 Länderspiele, zweimal Fußballer des Jahres. Der hat schon bei Welt- und Europameisterschaften mitgespielt. Der kennt sich aus. Also war Bruno für dich, dass man die deutsche Mannschaft gegen die gewinnen? Die müssen im Kopf bereit sein. Die müssen glauben, dass sie gewinnen können. Das ist schon viel. Aber die werden gewinnen, keine Angst. Wir müssen zeigen, dass wir besser sind. Die Schweiz. Ja. Schon, oder? Also, dann wünsche ich euch alles Gute. Genießt es noch ein bisschen in Basel. Und die werden schon gewinnen. Denkt euch da, die sind besser als die. Dann gewinnen wir. Ja. Damit exakt dieser Fall nicht eintritt, bereiten sich die Deutschen gründlich vor. Trainingslager bei Hans Dorfner, dreimal Meister mit den Bayern, Nationalspieler. Trainingslager ist toll. Keine Eltern weit und breit, keine Schule, keine Hausaufgaben. Fürs Aufräumen gibt's Zimmermädchen. Und ansonsten Fernsehen bis in die Puppen, Playstation und zwischendurch Fußball oder so. Oder etwa nicht? Was denn dann? Und dann? Handyverbot ist bei der Rede, gell? Ja, wisst ihr nicht? Handy dürfen nicht dabei sein. Und? Weil immer der Frank Halter dort alle Handys im Abgeben. Ja. Also, sagen wir nicht ehrlich. Im Trainingslager gibt's keines. Da muss man sich konzentrieren. Da muss man volle Konzentration auf Spiel. Ja, gibt's kein Laptop nicht oder kein Handy nicht oder kein Playstation? Habt ihr auch dabei? Ja. Portable mit GTA. 10 Uhr, 20 Uhr ist Bettruhe übrigens. Wisst ihr schon? 10 Uhr! Jetzt gehen wir nicht mehr. Jetzt gehen wir runter. War bestimmt bloß ein Scherz. Fußballer ist schließlich ein Traumjob. Und wie soll das ohne Handy gehen? Tja. Ich bin oben. Ich bin auch oben. Und mit Wahlbeck. Scheiß oben ist Wahlbeck. Ich kann. Oh, Flasche.